Und das ist sehr schön, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir auch Leute glücklich machen können. Ja. Und ihr macht uns sauglücklich. Und diesen Star unseres Festivals, unsere wunderschöne Hoflinde, die ist sauglücklich. Und wir haben da hinten, du siehst, der Vorbau von der Küche, der ist vor 3 Tagen nicht gestanden, den haben Leute hier zusammengeschraubt. Sieht geil aus! Das vegane, vegetarische Essen, was die Leute da machen, die haben noch nie auf dem Festival irgendwie gearbeitet, da sind sogar Leute dabei, die waren privat vorher noch nie auf dem Festival, die machen das verdammt gut und die vegane Soljanka schmeckt fantastisch. Und ich danke echt allen Leuten, die das hier aufbauen, die das möglich machen. Die in den Zeiten, wo es noch nicht so einfach und lustig war, da waren, für die, die wiederkommen. Und wenn man da vorne auf diesen Parkplatz schaut, es ist ja Wahnsinn, was es für Autokennzeichen überhaupt gibt. Ja. Ich habe gar keine Ahnung, was das alles ist. Diese 3 Buchstaben, kommt ja alle, viele kommen aus Dörfern, von überall her, aus Niedersachsen und Sachsen und aus, von Bremen runter und aus was weiß ich, wie es heißt, Fulda, ganze Haufen, der Cynthia-Clan, Berliner Kennzeichen, Eichach, es ist überall wer her. Wir machen es einfach jetzt weiter und kommt, geht's aber heim und macht es daheim auch weiter. Wir dürfen nicht immer bloß schauen, was die Nazis machen, was die Pegida machen, was die Bösen machen. Wir müssen unsere Kraft aufbauen, wir müssen uns stark machen. Die guten Leute, die guten Leute. Die guten Leute, die brauchen ab und zu einfach auch mal einen Haufen gute Leute. Und die ganzen Musiker, die spielen am Samstag und die sind von Donnerstag bis Sonntag da oder hängen einen Tag vorne dran oder 2 hinten. Es ist ein Gipfeltreffen von sehr, sehr großen und guten Geistern und sehr weitgereisten Seelen. Und das ist wunderschön, was hier passiert. Und jetzt heute mal fotzen, weil ich bin eigentlich an mein Schweigegelübde gebunden, was ich vor 15 Tagen abgeschlossen habe. Und es fällt mir, wie ihr seht, schwer, mich daran zu halten. Aber es ist schön, dass ihr auch meine Gedanken hört, obwohl ich schweige. Die Dota ist schon da und jetzt sage ich euch noch kurz was über die Dota. Die Dota ist für mich deswegen erstmal für mich völlig faszinierend, weil sie ist zum Beispiel Ärztin, du hast Medizin studiert, das ist ja Wahnsinn. Dann ist es so, ich bin ja auch schon inzwischen ein alter Sack, ich bin 40 Jahre alt und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo die pure Tatsache, dass du kein Hip-Hopper warst, bereits zu einem Vorwurf wurde. Ich habe Freunde gehabt, die haben auf die Frage, was sie von Musik hören, gesagt, amerikanischen East Coast Hip-Hop der frühen 80er Jahre. Und man denkt, Mensch, da ist der schon mal aufgeräumt. Liedermacher war das Uncoolste, was irgendwer sein hat können. Aber diese Dota, diese Kleingeldprinzessin, die war irgendwie schon da. Ich habe in Hamburg gewohnt, die hat in besetzten Häusern gespielt, auf Demos gespielt. Die war einfach irgendwie schon da und sie hat sich ihr Live-Publikum erspielt. Und jemand wie der Robert Rausch, das möchte ich auch noch sagen, der hat in seinem Leben 12 CDs rausgebracht, aber der ist nicht bei der GEMA, der kriegt die Bürokratie nicht hin. Buckt die Leute, holt die Leute, macht die Leute stark, auch wenn sie die scheiß Bürokratie nicht hinkriegen. Macht unsere Leute stark. Und jetzt viel Spaß. So, fertig. Viel Spaß mit Dota Kea, der Kleingeldprinzessin, von der ich mich als Prinz demütig verneige.